Hallo, hier ist Muho. Es geht zurück zum Thema Sex und dem religiösen Wunsch, der sich zumindest zum Teil darin ausdrückt, dem Wunsch nach Einssein, einer Verbindung zur Weltmitte, wie Penetré vielleicht in dem Text Penetré und ich sagen würde. Und ich muss euch natürlich nicht sagen, ich bin kein Sexualberater, ich bin kein Psychoanalytiker, ich habe keine Ahnung von dem Thema, über das ich gerade spreche, außer meine eigenen Erfahrungen mit Sex, so beschränkt die ist, und den Gedanken, die ich mir so gemacht habe in den 52 Jahren meines Lebens. Also keine keine Fakten, keine Evidenz, nichts, ne? Ihr braucht mir nicht zu glauben und ihr dürft mir natürlich auch widersprechen in der Kommentarspalte unter diesem Video. Oder ihr könnt mir direkt Mail schreiben. Die Mailadresse findet ihr in den Kanalinfos. Und falls es irgendjemand gibt, der sagt, mir gefallen diese Videos so gut, ich möchte mehr davon sehen und ich möchte den Muho auch dabei unterstützen, damit er mehr Zeit dafür aufwenden kann, diese Videos hochzuladen. Und da ist vielleicht einer oder eine, die sich fragt, wie kann ich den Muho unterstützen? Da Infos findet man auch bei den Kanalinfos. Wenn ihr wollt, ich freue mich natürlich über eure Unterstützung, genauso wie über eure Mails und über eure Kommentare. Okay, so viel zum Smalltalk. Dann vielleicht noch gleich hinterher ein bisschen Werbung. Das ist ein Buch, das vor, wenn ich mich recht erinnere, 2 Jahren herauskam. Das Meer weist keinen Fluss zurück. Und in diesem Buch geht es um Liebe und auch um Sex nebenbei, aber um verschiedene Arten der Liebe. Bei den Griechen hieß, glaube ich, Storge, so die Liebe des Kindes zur Mutter oder die Liebe zur Heimat, sowas, was man schon mit der Muttermilch aufsaugt, eine biologische Liebe, über die überraschend wenig eigentlich sonst gesprochen wird, ne? Und Eros ist nicht nur körperliche Liebe, sondern was Eros genannt wird, da gibt es eine berühmte Metapher aus dem Text Symposion von Platon. Einer der Personen, die sich da an einem Gespräch beteiligen, das ist nicht der Platon selber, aber einer der Diskussionsteilnehmer, der vertritt die sogenannte Kugeltheorie. Ursprünglich waren wir alle ganze Kugeln, aber irgendwann haben die Götter beschlossen, uns in zwei zu teilen. Und seitdem sind wir nur noch halbe Kugeln. Wir haben alle das Gefühl, dass uns was fehlt. Wir sind nicht ganz. Weil wir getrennt sind von dieser anderen Hälfte, die zu uns gehört. Und Eros, die Liebe, das ist dieses Gefühl oder die Suche, das Verlangen nach der fehlenden Hälfte. Wenn ich nur eins sein könnte mit ihr oder mit ihm, und das muss gar nicht heterosexuell sein, also ganz explizit sagt dieser Dialogteilnehmer, die zweite Hälfte, das kann auch das gleiche Geschlecht sein. Aber alle von uns haben irgendwie das Gefühl, dass wir nicht ganz sind. Da fehlt was. Ich muss mich vereinigen mit dieser zweiten Hälfte. Und gestern im letzten Video, da sprach ich von dem, was der Kater Pénétré, ein Mittelschüler, sagt, nämlich, dass Liebe oder ein Sinn von Liebe ist, dass man sich ja auf die Weltmitte richtet oder nach der Weltmitte sucht. Und die Weltmitte definiert er als den Ursprung, aus dem alle Dinge ihren Sinn beziehen. Und so absurd es klingt, habe ich das Gefühl, dass wir heterosexuelle Männer,
und nun, genau genommen kann ich da nur für mich sprechen, manchmal das Gefühl haben, dass diese Weltmitte, aus der alle Dinge ihren Sinn beziehen, zwischen den Schenkeln einer Frau liegt. Und ja, vielleicht ist das eine typisch männliche Perspektive, vielleicht auch nicht. Wenn es eine typisch männliche Perspektive sein sollte, wie wäre dann die typisch weibliche Perspektive? Da fragt man am besten eine Frau. Aber wie so oft werde ich jetzt ganz unvorbereitet und ins Grüne oder Blaue hinein einfach weiter plappern. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für eine Frau vielleicht auch die Suche nach der Weltmitte ist, aber vielleicht Sex auch so ein bisschen die Freude darüber, dass da einer ist, zum Beispiel ein Mann, wenn es sich um eine heterosexuelle Frau handelt, ein Mann, der mich als die Weltmitte ansieht. Da ist ein Mann, der aus irgendeinem Grund davon überzeugt ist, dass ich die Weltmitte bin und der bereit ist, viel Zeit mit mir zu verbringen und Geld für mich auszugeben und mir zuzuhören, so als wäre ich die Mitte der Welt. Und das ist etwas, was selbst oft die Eltern für einen nicht tun. Selbst für die Eltern ist man nur ein Kind von mehreren zum Beispiel. In der Schule ist man nur einer von 20 oder 30. In der Firma ist man nur einer von vielen Angestellten. Und da ist plötzlich ein Mensch, der mich als die Weltmitte ansieht. Das ist schön, denn wir wollen ja alle irgendwie die Weltmitte sein. Oder wir haben das Gefühl, wir wissen irgendwo, dass wir in einem gewissen Sinn auch die Weltmitte sind. Das will uns bloß keiner so bestätigen. Oder es wird gesagt, wie im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ihr seid alle die Weltmitte. Aber wenn alle so sind, dann ist es nicht mehr richtig die Weltmitte. Es kann ja nur eine Weltmitte geben. Es kann nur eine Weltmitte geben. Und diese Illusion, dass das Ich bin, das wird genährt von der romantischen und zum Teil auch von der geschlechtlichen Liebe. Und die Enttäuschung oder der Grund, weshalb ich sage, Sex läuft uns oft ins Leere, dass spätestens nach dem Orgasmus merkt man dann, ich bin doch nicht in der Weltmitte. Da fehlt doch noch was. Vielleicht ist es zuerst der Mann, der diese Enttäuschung verspürt. Oh, die Weltmitte ist doch nicht zwischen den Schenkeln dieser Frau. Und die Frau, die dann enttäuscht ist, dass der Mann plötzlich sie nicht mehr als Weltmitte betrachtet. Okay, also so sehe ich das so ein bisschen mit dem religiösen Wunsch, eins zu sein mit der Weltmitte und den Wunsch versuchen zu verwirklichen. Was auch der Kommentar halt gesagt hat, die Trennung überwinden und der Einsamkeit des Ichs zu entfliehen. Ein verständlicher Wunsch ist die Frage, ob Sexualität wirklich der richtige Weg ist, um diesen Wunsch zu erfüllen. Und das könnte auch erklären, warum der Bruder Andreas in dem Interview mit Vice.com sagt, ja, wenn ich mich erfüllt fühle, ausgefüllt fühle, dann ist der Wunsch weg. Aber dann, wenn ich unzufrieden bin, dann ist Sexualität ein allgegenwärtiges Thema für mich und ich spüre den Wunsch ständig. Vielleicht erstmal so viel zum Thema Sex nochmal. Und jetzt möchte ich darüber sprechen, ob man
das Erfülltsein und die Leichtigkeit und Freude im Da überhaupt teilen kann. Aber das machen wir dann wieder morgen. Bis dann. Tschüss.